Hi und Servus. In der heutigen Folge von Investment Traders geht es um meine Dividendeneinnahmen im April, denn der April ist jetzt vorbei und ich zeige dir natürlich wie gewohnt jeden Monat meine Ausschüttungen. Ich bin Christian Lill, CFT, geprüfter Finanzmarktanalyst, Investor und Trader und setze bei meiner Investitionsstrategie vorrangig auf die Dividendenaktien, um passives Einnahmen zu generieren. Warum das so interessant ist und wie viel Dividende es im April gab, zeige ich dir jetzt im Video. Investment Traders. Allen voran schauen wir natürlich wieder hier auf GetQuinn. Diese Plattform nutze ich persönlich für meine Dividendenübersicht, finde ich ziemlich einfach und klar strukturiert. Und wir fangen direkt an, denn One Liberty ist ein REIT. Und ich habe meinen Fokus vorrangig auf REITs, nicht zuletzt auch durch diese hohen Zinssätze, die aktuell in den USA kursieren. Und wenn diese gesenkt werden, dann haben diese Immobilienunternehmen natürlich deutliches Potenzial. Wie ich sonst weiter investiere, habe ich dir unten hier verlinkt einen wirklich ausführlichen Beitrag, in dem ich dir zeige, wie Anfänger und Fortgeschrittene hier investieren können und zur Einsicht in meine Investitionsstrategie. Also One Liberty hat ausgeschüttet 29,90 Euro, ja, relativ unverändert zum Vorzeitraum. Alles tutti. Starwood Property ebenfalls in der Abteilung der REITs 42,92 Euro. Apollo Commercial Real Estate hier 42,83 Euro. Auch vielen Dank dafür. Blackstone Mortgage Trust 32,68 Euro. WP Carey 19,54 Euro. Realty Income allmonatlich wieder hier 6,77 Euro. Innovative Property Land, ganz spannendes Ding. 30,84 Euro. Dieses Aktienunternehmen ist vorrangig in der Vermietung und Verpachtung von Landflächen und Mieteinheiten hier tätig, die wiederum von Unternehmen genutzt werden, um den Cannabisanbau voranzutreiben in den USA. Ja, ziemlich spannend. Ares Commercial Real Estate mit 36,49 Euro. Hier sehen wir ein überproportional starkes Minus gegenüber dem Vorzeitraum. Warum ist es so? Natürlich sind REITs eine ertragreiche Einnahmequelle, gerade wenn es um das Thema Dividenden geht. Aber REITs schütten natürlich nach dem FFO aus, Funds from Operations. Und diese schwanken natürlich in der Regel sehr, sehr stark auch inmitten dieser aktuell Hochzinsphase. Und gerade hier Ares Commercial Real Estate ist auch tätig in den Krediten der Büroimmobilien. Ja, und das ist ein wesentlicher Faktor, nicht ausschließlich, nein, aber ein Teil ist es durchaus. Und das trägt natürlich hier zu einem sehr überproportional starken Minus dar. Dann gefolgt Rio Tinto. Boah, ja, starkes Bergbauunternehmen, ganz klar. Ja, 66,68 Euro hier, eine Steigerung von 13%. Auch dieses Aktienunternehmen ist natürlich sehr bezogen, sehr schwankungsfreudig auf ihre Ausschüttungen. Bank OCK, es ist tatsächlich eine Regionalbank aus den USA mit 18,28 Euro. Für mich persönlich eine relativ niedrige Dividendenrendite, meine persönliche Dividendenrendite, allerdings dafür deutlich höheres Dividendenwachstum. Ja? Und das ist wichtig, dass man das hier durchaus unterscheiden kann. Royal Gold hat hier wieder gesteigert um knapp 11%. Ja? Dieses Unternehmen ist vorrangig im Streaming und Royalty tätig. Also das Unternehmen vergibt Geld an die Bergbau- und Minenbetreiber selbst, ist also selbst kein Berg- und Minenbetreiber, generiert das Geld eigentlich durch die Einnahmen von den Bergbauunternehmen, weil sie sich hier natürlich Lizenzen zurückzahlen lassen und die Möglichkeit besitzen, hier Teile der Investmentsumme natürlich in Gold oder Edelmetalle ausbezahlt zu bekommen und vorrangig natürlich mit den Unternehmen geschlossen haben, dass Royal Gold einen bestimmten Anteil von den Edelmetallen deutlich kostengünstiger von dem Unternehmen kaufen kann, wie es aktuell der Fall ist. Siemens Healthineers hat 31,35 Euro ausgeschüttet. Ja, keine Veränderung zum Vorzeitraum. Hier ist alles noch in Ordnung. HSBC, boom, plus 38%, gibt eine Ausschüttung von 93,91 Euro. Und Freunde, diese HSBC-Bank, ja, britisch, wer sie nicht kennt, vielleicht mal einen kurzen Teaser dazu. Diese Bank habe ich kurz nach Corona geschossen, als sie diese Dividendenpolitik ausgesetzt hat, ja, ähnlich wie damals zur Finanzkrise. Ausgesetzt, aber infolge eines qualitativ guten Geschäftsmodells bin ich in der Lage gewesen zu eruieren, dass das Unternehmen demnächst wieder Dividenden ausschüttet. Und tatsächlich, ein Jahr später war das bereits der Fall und jetzt steigert die HSBC Bank das sukzessive nach oben. Hier habe ich wirklich eine sehr hohe persönliche Dividendenrendite generiert und die Analystenschätzungen gehen davon aus, dass sie deutlich weiter anziehen. Im Übrigen, die Margen
Freunde, HSBC 31% Nettomarge. Boah, wirklich. Und warum ist es so gut? Weil hier die HSBC Bank sich von den amerikanischen Kontinent verabschiedet hat. Sie setzt vorrangig den Fokus auf Europa und Asien. Und das trägt jetzt dazu bei, sich nicht mehr mit der Konkurrenz messen zu müssen in den USA, weil es ja wirklich hier sehr viele, sehr große Bankfirmen gab oder gibt. Und letztendlich HSBC sich diesen Schritt gewagt hat und das durchaus sich hier in der Geschäftspolitik jetzt oder auch hier in der Dividendenpolitik nachhaltig durchschlägt. Ja. Vielleicht mache ich zu HSBC mal gerne eine eigenständige Aktienanalyse. Wenn du interessiert bist, dann kommentiert es doch gerne unten. Dann schaue ich mir das an, wie die Resonanz ist. Ich meine, letztendlich ist natürlich der Content hier für euch. Und wenn du dann diesen Kanal abonniert hast, kriegst du dann natürlich auch die Push-Benachrichtigung, sollte die HSBC-Aktienanalysen für dich bereitstehen. Und das ist der ganz klare Vorteil vom Abo. Du verpasst kein wichtiges Video, das ich für dich bereitstellen kann. Abschluss hat BASF gemacht. 3,40 Euro. Nicht gesteigert, nicht gesenkt, vor allem 88,40 Euro gab es hier wieder in das Depot, lecker Schmecker. 3,40 Euro ist in diesem Chemiesektor, in diese Aktienunternehmen, sehr, sehr stark. Du weißt sicher, wenn du auch die BASF im Depot hast, dass sie natürlich hier aufgrund der Sektorradation natürlich deutlich unter die Räder gekommen ist, ja, etwas höher verschuldet ist, die Zinslast drückt, ja, und das sind alles nicht nachgefragte Sektoren. Und deshalb ist es umso besser für mich als Investor, Dividendenstratege, dass die Aktie es tatsächlich geschafft hat, obwohl der Cashflow negativ ist, das zu halten. Ja, letztendlich bezahlt das Unternehmen diese Dividende aus der Substanz. Wenn es nächstes Jahr wieder so passieren sollte, dann wird hier sehr wahrscheinlich eine Dividendenkürzung vorgenommen werden. Bis dahin muss sie also hier den Schuh drehen können. Und letztendlich gab es jetzt hier satte 546,20 Euro Dividenden. Boah, dafür arbeiten andere einen ganzen Monat. 538 Euro Job, das musst du erstmal verdienen können. Ja? Letztendlich durch klar strukturierte Vorgehensweisen und Investitionen bezahlt sich das eigentlich von allein. Ja? Und das ist, nein, nicht der beste Monat. Wenn du den besten Monat meiner Dividendenstrategie nicht verpassen willst, dann solltest du spätestens jetzt den Kanal abonniert haben. Denn zu wissen, wie man strategisch klug investiert, ist eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich, hier auch sein Geld wachsen zu lassen, sich zu trauen. Ja? Wenn du dich nicht traust, schreib mir gerne. Wenn du Hilfe brauchst, kein Problem, ich unterstütze dich, wo ich nur kann. Schreib mir gerne an info@investmenttraders.com. Dann schauen wir zusammen, wo wir dich unterstützen können. Letztendlich sind 546,20 Euro schon eine ganze Hausnummer. Und es freut mich natürlich, dass das auf mein Depot hier zuwächst. Denn ich nutze die Dividenden natürlich wieder, um Reinvestitionen zu tätigen, um den massiven Zinseszinseffekt über die Zeit, über die Kohle hinweg abzuschöpfen und so exorbitant hohes Depot aufzubauen bzw. exorbitant hohe Ausschüttungen zu generieren. Nichtsdestotrotz investiere ich natürlich auch in Wachstumsaktien. Geringer Anteil, denn vorrangig setze ich auf die Dividendenstrategie. Wir sehen uns wieder spätestens in diesem Format im nächsten Monat und ich zeige dir wieder, was der Mai so kann. Ja? Vielleicht vermutest du, dass das mein bester Monat ist. Na, tatsächlich ist es der Juni, Freunde, und da dürft ihr schon mal richtig gespannt sein, da knallt es vierstellig. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Wir sehen uns wieder zum nächsten Video in der nächsten Woche. Bis dahin.